Oh, jetzt wollen wir um eure werte Aufmerksamkeit bitten. Ihr seht hier auf dem Weg einige Denkmäler. Das hat ein bisschen gedauert. Wir werden die enthüllen. Aber ich wollte vorweg etwas zu dem Garten sagen, der sich mal hier hinter uns befand. Da steht ein Haus. Der Herr Kreuzer, nein, andersrum, wir fangen anders an. In 2004 kamen hier Menschen aus dem Nachbarhaus, der K9, initiiert, Nachbarn eingeladen, Menschen angesprochen, lasst uns doch hier einen Garten machen. Dazu haben wir eine Auftaktveranstaltung in der K9 gemacht. Wir haben also alle, die das interessiert hat, hier aus der Nachbarschaft eingeladen, mit uns zusammen zu überlegen, was wir auf dieser Freifläche, die sehr vermüllt und sehr stinkig war, anstellen können. Es sind auch sehr viele Menschen erfreulicherweise gekommen aus der Nachbarschaft. Und wir hatten einen kleinen Input. Was sind Gemeinschaftsgärten in der Stadt? Wie kann das ausschauen oder so? Und dann sind wir so einen Planungsteil übergegangen, also oder eher einen Wunschteil. Was wird gewünscht in diesem Garten? Das war ganz schnell klar. Nach wie vor, weil es wurde natürlich schon als Hundewiese benutzt. Es ist absolut gewünscht, dass es auch weiterhin Hundefläche gibt. Und wir hatten uns dann, glaube ich, relativ schnell geeinigt, den Garten zu halbieren, beziehungsweise insgesamt die Fläche. Und haben dann seit 2004 also angefangen aufzuräumen, die Fläche zu entmüllen, Erde anzubringen und einen Gemeinschaftsgarten zu machen. Und eben auch einen Hundeplatz oder eine Hundewiese zu haben. Wurde unterschiedlich intensiv auch von Hundefreunden teilweise sehr aufmerksam gepflegt und gehegt und gepflanzt und was weiß ich. Das war, gab es ja unterschiedliche Zustände da drin. Ich glaube 2007 oder 2008 war irgendwie dann schon relativ klar, dass die Fläche, zumindest eine, es sind drei Baugrundstücke, wovon eins bei einem Insolvenzverwalter war und die zwei anderen bei jemand anders bebaut werden sollen, beziehungsweise eins wurde verkauft. Wir hatten uns selber auch immer wieder gekümmert, waren aber nicht schnell genug, beziehungsweise hatten nicht schnell genug genügend Geld am Start. Als wir dann einen Schick gekriegt haben, wer hier bauen möchte, Herr Kreuzer, ursprünglich aus Friedrichshain, der inzwischen auf dem Land wohnt, im Grünen, anderthalb Stunden Fahrweg nach Berlin, die er fast täglich hierher fährt, haben wir ihn angesprochen und ihm vorgeschlagen, doch woanders zu bauen. Er hat uns dann auch 10.000 Euro geboten, dass wir Ruhe geben, dass wir nicht demonstrieren in seinem Dorf. Haben wir ihm gesagt, das nützt uns nichts, weil mit 10.000 Euro können wir hier gar nichts anfangen. Er soll einfach ein nicht gebautes Haus woanders hinbauen, weil ein Nachbarschaftsgarten in sich selber wäre womöglich noch mobil, aber die Nachbarn drumherum, die sind ja einfach nicht so mobil, weil die wohnen ja hier. So erklärt sich ja von selber, glaube ich. So viel auch zu dem Bild der mobilen Gärten. Gärten sind vielleicht in sich selbst transportierbar, das haben wir ja auch gemacht, wie ihr dann wahrscheinlich auch mitbekommen habt. Wir sind erst von dieser Fläche, wir wurden dann ja geräumt, wir zeigen auch später die Filme noch, es gibt eben auch Filmaufnahmen, ein Video davon, wie dieser Garten geräumt wurde. Wir sind dann mit allem, was wir so noch hatten, erstmal auf die beiden Nachbarflächen gezogen. Wir haben auch da wieder Kontakt zu dem dann Eigentümer, der womöglich auch ein Strommann dieses Bauherrn ist oder so, gefunden. Haben uns auch mit ihm geeinigt, dass wir erstmal dort bleiben dürfen, dass wir aber auch, wenn er sozusagen anfangen will zu bauen und er Bescheid sagt, dass wir jetzt weg müssen, dass wir dann auch weggehen. Das war dann im Juli 2009, also im 8. Hochsommer, war auch so richtig schön heiß. Wir mussten dringend alles weg, weil er umgehend anfangen wollte zu bauen, wie ihr seht. Dafür auch der Blick über den Bauzaun. Bis heute ist hier nichts außer einer Brachfläche. Und wir sind dann umgezogen auf eine Fläche des Bezirksamtes dort in der Nähe, wo jetzt die Stadtteilbibliothek ist, an der Grünberger, also hier in der Frankfurter Allee, da lang. So rückwärtig, wo die neue Stadtteilbibliothek, die früher in der Grünberger Straße war, hingezogen ist. Dann stellte sich aber heraus, dass wir auf dieser Fläche nicht bleiben können. Und wir haben inzwischen vom Bezirksamt, also vom Grünflächenamt, eine
Fläche bekommen, sozusagen, die auch eine öffentliche Grünfläche ist. Und das ist dort, wo der Garten eben jetzt ist. Wir haben dann im Juli 2009 alle Pflanzen, alles ausgebuddelt und mit einer großen Fahrrad- und Fußgänger- und sonst wie Parade eben umgezogen, um dem auch sozusagen Ausdruck zu verleihen, wie absurd das ist, dass ein Garten umziehen muss, dass das nicht gebaute Bauvorhaben vielleicht einfach sich andere Orte suchen, die nicht so schwierig oder nicht schon genutzt sind. Also so viel zu diesem Garten. Rosa Rose hat irgendwie zwei Umzüge hinter sich und in einem kleinen Behördenmarathon haben wir es auch erwirken können, dass es an diese Geschichte des Gartens stellvertretend für weitere geräumte Projekte verschiedenster Arten, Denkmal, also eine Erinnerung gibt, haben wir es beim Bezirksamt möglicherweise erwirken können, dass wir heute hier stehen und diese Denkmäler, Denkmal enthüllen können. Das Denkmal selber sozusagen.